Zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit organisieren Christen in Berlin eine Verteilaktion einer evangelistischen Zeitung. Ins Leben gerufen hat die Aktion der christliche Verein Global Outreach Deutschland. Unterstützt wird er dabei von der Evangelischen Allianz Berlin und dem Verein Gemeinsam für Berlin. Ehrenamtliche aus lokalen Gemeinden helfen dabei, die kostenlose Zeitung live.de vom 3. Oktober bis zum 9. November in Berlin an alle Haushalte zu verteilen. Laut Bastian Decker, Deutschlanddirektor von Global Outreach, besteht für die Gemeinden die Möglichkeit, der Zeitung individualisierte Flyer hinzuzufügen. Das Ziel ist wirklich, dass wir den Gemeinden helfen wollen, wieder eher missionarischer zu denken, dass Mission oder Evangelisation nicht einfach ein Straßeneinsatz ist, obwohl wir Straßeneinsatz genauso lieben. Das ist nicht falsch, sondern viele denken, das ist das Einzige, was unter Evangelisation steht. Und die Zeitung kann einfach dann helfen, wenn ich weiß, dass meine Umgebung, meine Nachbarschaft, sogar meine Arbeitskollegen alle in dieser Stadt oder in diesem Ort die Zeitung bekommen haben. Wie leicht ist es dann mal einfach zu fragen, sag mal, hast du neulich auch so eine Zeitung bekommen? Mit so einem Mann ohne Arme, ohne Beine drauf. Und dann erinnern sich die Leute dran, weil sie eben doch auffällig ist, auch wenn sie nicht reingeguckt haben. Ach ja, stimmt, irgendwas war da. Oder auch wenn da nichts war, manchmal passiert es ja auch, wenn da steht, bitte keine kostenlose Zeitung einwerfen, dann halten wir uns natürlich dran, da wird nichts eingeworfen. Aber da hat man trotzdem ein Gespräch angefangen über dieses Thema und kann sagen, ach ne, dann bringe ich dir morgen eine mit. Ja, also es ist einfach, dass man so eine Offenheit und eine Leichtigkeit hat mit Menschen, über das Thema ins Gespräch zu kommen. Zu der Verteilaktion bietet Global Outreach in den Gemeinden auch Schulungen an. Was uns auch wichtig ist, was auch deutschlandweit gelaufen ist, dass es nicht nur eine Verteilung ist, sondern wir haben immer dazu auch Schulungen angeboten, wie man sprachfähig wird, dass man überhaupt danach auch mit Menschen noch einfacher ins Gespräch kommen kann. Einfach über, nicht über die aktuelle Zeit, sondern über den Glauben, überhaupt mal mit Menschen über Gott zu sprechen, dass man gute Gespräche hat, dass man offen ist, überhaupt mit Menschen wieder ins Gespräch zu kommen. Vom 8. bis 22. November findet die Gebetsaktion 15 Tage Gebet für die hinduistische Welt statt. Christen sind dazu aufgefordert, in dem Zeitraum gezielt für hinduistische Mitmenschen zu beten. Die Gebetsaktion steht im Zusammenhang mit dem hinduistischen Lichterfest Diwali. Es gilt als wichtigstes Fest im Hinduismus und soll den Sieg vom Guten über das Böse signalisieren. Mit der Gebetsaktion sollen sich Christen dafür einsetzen, dass Hindus Jesus Christus als Licht der Welt und Retter kennenlernen. Träger der Aktion im deutschsprachigen Raum sind die evangelischen Allianzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele Missionswerke unterstützen die Aktion, so zum Beispiel DMG Interpersonal. Das Hilfswerk hat für die Gebetsaktion einen kostenlosen Leitfaden erstellt, der auf ihrer Webseite erhältlich ist.